So, es gibt wieder Drama, liebe Freunde. Wir haben das Video von Ani geguckt. Dazu gab es ja auch ein Nebula Reactions Video. Unsere Conclusion war, dass wir einfach verwirrt waren. Also ich habe mir dieses Ani Duck Statement angeguckt und irgendwie habe ich vieles nicht verstanden. Also vor allem die ganzen Screenshots, die irgendwie eingeblendet wurden. Ich dachte mir jedes Mal, was genau bedeutet das? Es gibt so ein paar Chatlogs, die ich schon nachvollziehen konnte, aber die ich irgendwie nicht so richtig in Verbindung bringen konnte mit den Claims von Maoki, wenn ihr versteht, was ich meine. Dieses Video habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Ich habe ein bisschen durchgeskippt und ich weiß ungefähr, was da passiert. Jetzt schaue ich es mir nochmal mit euch richtig an. Deswegen weiß ich schon ein paar Sachen. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch in dieser Reaktion von mir gesagt, ich bin mal gespannt auf die Antwort von Maoki, weil es gibt super viele Sachen, die Anita sagt, die man als außenstehende Person überhaupt nicht beurteilen kann. Und ich hoffe, dass Ani auf alles eingeht, das mich als außenstehende Person bei Ani verwirrt hat. Ani the Duck steht in den letzten Monaten von vielen Seiten stark in der Kritik. Viele Menschen haben über sie negative Erfahrungen berichtet oder teils sehr heftige... Ich finde, der Anfang wirkt so ein bisschen wie ein News-Video. Also so ein bisschen wie ein Video von einem Meinungsblogger und nicht wie von Maoki selbst. Als würde sie jetzt so außenstehend über diese ganze Sache berichten. Vorwürfe geäußert. Auch ich habe mich zum Thema geäußert. Vor etwa 2 Wochen habe ich das erste Mal ausführlich über meine Erfahrungen mit Ani gesprochen. Und danach hat Ani eine Art Antwortvideo gemacht. Also nicht zu all den Vorwürfen, die von allen Seiten gegen sie im Raum stehen, sondern nur bezogen auf mich. In ihrem Video behauptet sie, ich hätte in meinen Vorwürfen ihr gegenüber gelogen und sie stellt es so dar, als hätte sie dafür Beweise gezeigt. Jetzt zeige ich euch, dass ihre Schilderung falsch war. Ich werde euch Belege und Beweise liefern. Okay, das ist schon mal sehr selbstbewusst. Und damit meine ich nicht weitere anonyme Chatverläufe, die im Grunde nicht für euch nachvollziehbar sind. Nein, ich zeige euch direkte Beweise und eine Reihe von Zeugenaussagen. Oh, shit. Auch verschiedene, die in diesem Video mit ihrem Namen und Gesicht aussagen werden. Jetzt die 4 großen Themen zwischen Ani und mir strukturiert durch. Und danach werde ich euch nochmal eine Übersicht zusammenfassen, thank you so much, welche Deutsch, Vorwürfe vielen Dank für den Sub. Im Raum stehen und auf die Ani ja noch teilweise gar nicht eingegangen ist. Wie gesagt, wir gehen die einzelnen Punkte jetzt strukturiert durch. Ich habe in meinem Video vor etwa 2 Wochen... Okay, also wir spulen nochmal kurz zurück, um die Punkte zu sehen. Und es geht um die Main-Punkte. Erstens paranoide Schizophrenie, zweitens Vergewaltigung, drittens Entjungferung und Partys, viertens Handgreiflichkeit im extremen Maß. Eins hat mit diesen Tabletten zu tun. Da hatten wir auch bei dem anderen Video von Ani so ein bisschen darüber diskutiert und ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Also es ging irgendwie um Antidepressiva. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es zuvor nicht um Antidepressiva ging, sondern um andere Tabletten. Zweitens, es geht um Vergewaltigung. Also Anis Punkt ist ja, dass ihrer Meinung nach Maoki 3 Männer vergewaltigt haben soll. Maoki sagt, nein. Und Ani hat in ihrem letzten Video gesagt, naja, bei mindestens einer Person war das halt meiner Meinung so. Und mehr ist sie nicht darauf eingegangen. Das war komplett dumm. Drittens, Entjungferung und Partys. Darauf bin ich extrem gespannt. Und viertens, handgreiflich im extremen Maß. Ich glaube, da geht es um diese angeblichen Wutausbrüche und Aggressivität seitens Maoki. Und ich glaube auch um diesen Tischwurf. Sie hat verschiedenen Leuten Sachen über mich erzählt, die einfach erfunden waren. Eine dieser erfundenen Sachen war, dass sie behauptet hat, ich hätte paranoide Schizophrenie und ich würde mich weigern, meine Tabletten dafür zu nehmen. Genau. Um das einmal nochmal ganz klar zu sagen, ich habe keine paranoide Schizophrenie, ich hatte nie paranoide Schizophrenie und ich habe auch noch nie Tabletten gegen paranoide Schizophrenie genommen. So war meine Schilderung im ersten Video. Sie hat in ihrem Antwortvideo dann gesagt, ich hätte gelogen und sie könne es beweisen. Ihre Tabletten abgesetzt hat, sie behauptet auch, dass sie nie welche genommen hat, beides. Genau, und dabei ging es um Antidepressiva. Aber hat Maoki jetzt gesagt, dass sie allgemein nie Tabletten genommen hat? Oder ging es nur um die Tabletten bezüglich der paranoiden Schizophrenie? Weil was hat jetzt Antidepressiva dann damit zu tun? Ist komplett gelogen und ich kann es beweisen. Das Problem ist, sie geht auf die Tabletten gegen die paranoide Schizophrenie gar nicht erst ein, obwohl es ja genau darum ging. Stattdessen blendet okay, sie Chats ein, auf denen hervorgeht, dass ich Antidepressiva genommen habe. Sie tut dann so, als wäre das irgendein Beweis dafür, dass ich gelogen hätte. So als hätte ich behauptet, dass ich noch nie Tabletten in meinem ganzen Leben genommen habe. Aber okay, jetzt verstehe ich endlich, was mich so verwirrt hat an dem Ani-Video. Also es hat mich einfach verwirrt und ich konnte auch nicht viel dazu sagen, weil ich tatsächlich auch ein bisschen manipuliert wurde irgendwie, um es mal ehrlich zu sagen. Also ich habe es einfach nicht verstanden in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, stimmt das jetzt, was Ani sagt? Maoki lügt, weil sie sagt, sie hätte noch nie Tabletten genommen. Aber hier ist der Beweis, dass Maoki schon mal Tabletten gegen Antidepressiva genommen hat. Aber der Vorwurf war ja eigentlich ein ganz anderer. Das heißt, sie hat einen Strohmann erschaffen, um uns zu manipulieren und
Deswegen war ich auch total verwirrt in meiner Reaction. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich habe ich schon Tabletten genommen. Ich habe auch Schilddrüsentabletten genommen und auch Antidepressiva. Annie blendet in ihrem Video sogar einen Post ein, wo ich ganz genau sage, dass ich Medikamente nehme. Ich habe also nie behauptet, dass ich in meinem ganzen Leben keine Medikamente genommen habe. Es ging nur darum, dass sie rum erzählt hat, ich würde mich weigern, gegen paranoide Schizophrenie Tabletten zu nehmen. Wie ihr merkt, hat Annie hier mit einem Strohmann-Argument abgelenkt und so getan, als wäre der Vorwurf gegen sie ein anderer. Auf den eigentlichen Das ist halt eine typische Strategie, ne? Indem man sagt, doch, das ist so. Und dann erzählt man über etwas, das ähnlich ist, aber gar nichts mit dem eigentlichen Vorwurf zu tun hat. Vorwurf ging sie nämlich nie ein. Sie hat den Begriff paranoide Schizophrenie nicht einmal genutzt, weil sie davon ablenken wollte. Also hier jetzt die ganz große Frage, stimmt es, was ich gesagt habe? Hat Annie wirklich diese Lügen über paranoide Schizophrenie und mich erzählt? Naja, hier ist zum Beispiel diese Sprachnachricht, die sie jemandem geschickt hat und da behauptet sie... Die Wahrheit ist, sie nimmt seit 12 Jahren sehr starke... Annella? Ist es die Nella, die ich denke? Psychopharmaka und für ihre paranoide Schizophrenie und hat die dann... so 3 Monate oder 2 Monate lang ohne ärztliche Aufsicht einfach abgesetzt. Und Das ist die Hack-Aktivistin Nella, wa? Nella ist so eine unfassbare Ehrenfrau, ne? Ich habe auch schon super viel, also was heißt super viel? Ich habe auch schon privat mit ihr geschrieben. Nella ist so cool. Boah, aber ich würde mich niemals in meinem Leben trauen, mich mit Nella anzulegen, ne? Ey, wenn ihr euch einmal mit Nella anlegt, die hackt euer PC innerhalb von 2 Minuten. Löscht alles. Annie ist guckt, wenn man sich mit einer Person wie Nella anlegt. Entsprechend ist ihr mentaler Zustand immer schlechter geworden, sodass ich nicht mehr helfen konnte. Annie hat diese Nachricht an Nella geschickt. Das ist eine Hacktivistin, die kennen manche von euch bestimmt. Und die hat sie mir zukommen lassen, weil sie es krass fand. Ich finde Nella, jetzt mal Shoutouts an der Stelle. Ich folge ihr auf Twitter. Und das ist so eine der Accounts, wo ich bei fast jedem Take so richtig nicken muss. Wo, keine Ahnung, sie schreibt irgendwas. Das darf auch etwas Politisches sein. Und ich denke mir, ja, genau das. Genau das, endlich sag's mal jemand. Diese Sprachnachricht wurde Nella bei dem ersten Kontakt mit Annie geschickt. Da kannten die beiden sich also noch gar nicht. Okay. Ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen. Annie hat also einer fremden Person einfach so, ohne Anlass, ohne Nachfrage, einfach diese Lügen über mich erzählt. Das ist jetzt auch, glaube ich, klar bewiesen. Annie und ich hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem ich der erste Anruf zum Thema Mauki von ihr erreichte, schon eigentlich seit langem wenig bis gar keinen Kontakt mehr. Dann rief sie mich plötzlich an und erzählte mir, dass sie sich Sorgen um Mauki macht, aber für mich spätestens an dem Punkt nicht mehr wirklich ausschlaggebend wirkte, an dem mir in mehreren Telefonaten auch geraten wurde, Mauki besser nicht auf die Dinge anzusprechen, die Annie mir über sie sagte. Und ganz ehrlich, wenn man sich doch Sorgen macht, dann würde man ja vielleicht befürworten, wenn jemand in der Lage wäre, sich um diese Person zu kümmern, an die man selbst nicht rankommt. Stattdessen sei Mauki aber nicht gut darauf zu sprechen und man müsste sie in Watte packen und sie würde ausrasten und aktuell aufgrund ihrer paranoiden Schizophrenie und der Verweigerung der Medikamente in einer Verfassung sein, in der man nicht mit ihr reden kann. Damit also, ja. Okay, also mit anderen Worten, es gab diese Schmutzkampagne gegen Mauki. Das lief so ab, dass Annie zu allen möglichen Influencern gerannt ist und erzählte, dass Mauki eine paranoide Schizophrenie hat und unzurechnungsfähig ist. Habe ich das richtig verstanden? Mir hat sie diese Gerüchte auch erzählt und auch in Anwesenheit von Vivian. Das ist nicht nur in einem Gespräch, sondern in mehreren. Immer ich muss sagen, das fuckt mich ultra ab, weil in dieser deutschen Influencer-Szene gibt es einfach ein paar Leute mit viel Macht und mit viel Reichweite, die aus irgendeinem Grund denken, sie wären in der Position, zu anderen Influencern zu gehen und zu sagen, du darfst mit dem nichts zu tun haben, du darfst mit ihr nichts zu tun haben, du solltest besser mit dem nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Liebe Influencer, lass das doch irgendwie die Leute selbst entscheiden, mit wem er oder sie zu tun haben wollen. Also ich finde, das ist so hinterhältig. I don't know. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, zu anderen Influencern zu gehen, es sei denn, es sind wirklich, wirklich dicke Freunde von mir und sagen, yo, halt mal ein bisschen Ausschau bei dem, dem stimmt was nicht. Dass es bei den Medikamenten um Antidepressiva gehen soll, hat sie so nicht dargelegt. Über Zeit und mehrere Telefonate hinweg habe ich entschieden, dass ich mir als erwachsene Frau einfach nicht sagen lassen will, wen ich auf was anzusprechen habe, vor allen Dingen, wenn es um solche Themen geht. Also habe ich Mauki kontaktiert und etliche normale, humane und ungefährliche Gespräche geführt, die mich auch dazu brachten, Vivian nach sämtlichen Gesprächen zu sagen, dass ich maximal verwirrt bin und nicht wirklich einordnen kann, was diese schlimmen Dinge und Reaktionen sein sollen. Und so gibt es viele Leute, die das erzählt bekommen haben. Weiß nicht, irgendwie kommt das so ein bisschen rüber, als wäre Annie eine Person, die die ganze Zeit über versucht hat,
andere davon zu überzeugen, dass Maoki voll die Unzurechnungsfähige ist. Irgendwo auch gefährlich. Man sollte wirklich bei ihr aufpassen und mit Samthandschuhen anfassen. Am besten gar nicht anfassen. Am besten wirklich einen großen Bogen drum machen. Als wäre das so eine Verrückte, die eigentlich in die Geschlossene gehört. Wisst ihr, wie ich meine? Also so ein bisschen dieses Framing. Annie hatte Angst, dass ihr Lügenkonstrukt zusammenbricht, wenn Maoki redet. Das könnte sein. Oder sie glaubt wirklich, dass Maoki irgendwie das Potenzial hat, ein Killer zu sein und alle umzubringen oder so. Informationen bekommen hat. Die kam auch mal auf. Ist schon krass, so viel Drama, klingt Banane, aber werdet mal alle erwachsen, no hate, aber es nervt einfach nur noch die deutschen YouTuber und Twitch-Community. Ich muss mal so ein bisschen ranten über Leute wie Krudo, also das ist jetzt nichts gegen dich persönlich, aber ich habe schon öfter gelesen, wie Leute geschrieben haben, boah, das Thema nervt mich, beide haben Fehler gemacht, klärt das doch privat und so weiter und so fort. Man merkt einfach, dass die Leute sich eigentlich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Die sind einfach nur genervt, weil sie halt das lesen müssen. Und ihre easy conclusion, weil man sich ja damit nicht auseinandersetzen will, ist, beide haben Fehler gemacht. Aber versetz dich doch mal in die Lage von Maoki. Stell dir mal vor, du bist so in dieser Influencer-Szene, du willst ein Business machen und dann gibt es einfach so, ja, da gibt es eine Person, die hat super viel Macht und die erzählt über dich, dass du unzurechnungsfähig bist, dass du irgendwelche Tabletten nehmen musst, dass du gewalttätig bist, weil du irgendwelche Stühle wirfst und so weiter und so fort. Jemand führt gegen dich eine regelrechte Schmierkampagne. Da gibt es nicht. Naja, beide sind so auf einem Level, könnte man sagen, ne? Weil beide haben Fehler gemacht. Also das ist Quatsch. Tut mir leid. Krudo hat geschrieben, richtig, habe mich null damit auseinandergesetzt. Ja, aber dann sag es doch einfach. Es ist okay zu sagen, hey, ich habe keinen Plan von dem allen. Aber wenn man keinen Plan davon hat, dann ist es auch okay, sich keine Meinung zu bilden. Aber das Problem ist, dass Leute über Themen, also bezüglich Themen, über die sie eigentlich keinen Plan haben, sich trotzdem eine Meinung bilden und dann kommen irgendwelche L-Tags bei raus. Aber für eine Maoki ist das nicht einfach nur nerviges Drama. Für sie ist das wirklich, ich muss hier um jeden Preis mich in der Öffentlichkeit verteidigen, weil extrem krasses Framing mir gegenüber betrieben wird. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Mich zu und schrieb mir damals, Anni hat mir erzählt, dass du paranoide Schizophrenie hast. Stimmt das? Auch wenn wir das mit der paranoiden Schizophrenie jetzt geklärt haben, war das ja nicht die einzige Verleumdung, die Anni über mich erfunden hat. Sie hat nämlich auch behauptet, ich hätte Männer vergewaltigt. Davor hatte ich okay, ja auch jetzt bin ich gespannt. In meinem Video vor 2 Wochen berichtet. Um das hier auch nochmal ganz klar zu sagen, weder ich noch die Männer sind der Ansicht, dass irgendjemand vergewaltigt wurde. Hier könnt ihr nochmal sehen, was ich im letzten Video dazu eingeblendet habe. Das genau, heißt, und Maokis Take in ihrem letzten Statement war, ja okay, das mag vielleicht sein, aber bei mindestens einer Person habe ich das halt so wahrgenommen und für mich ist es auch immer noch eine Vergewaltigung. Auch wenn die betroffene Person das nicht so sieht, für mich ist es so. Aber warum kannst du das entscheiden, Anni? Nur Anni hat das so empfunden und entschieden und behauptet, ich hätte vergewaltigt. Da muss man auch ganz klar sagen, wo sie nicht einmal dabei gewesen ist. Also man muss sich hier vor Augen halten, 2 Menschen sind intim miteinander, sind beide der Meinung, dass es einvernehmlich ist und eine Person, die nicht dabei war, entscheidet gegen den Willen dieser beiden Personen, dass es sich um eine Vergewaltigung gehandelt hat. Das ist so insane eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Stellt euch mal vor, ein guter Kumpel von euch erzählt euch, yo, ich hatte neulich das erste Mal Sex und es war richtig schön. Und das war mit meiner Freundin, sie fand es auch schön. Und das war so meine erste Erfahrung, was Sex betrifft. Und dann sagt ihr, also hast du sie sexuell missbraucht. Und der andere so, was? What the fuck? Und du wieder, doch, doch, das ist so. Das ist, für mich ist das so. So, also, wisst ihr, wie ich meine? Es ist irgendwie ein bisschen absurd. Das hat Anni dann nicht 1 bis 2 Personen gegenüber geäußert, sondern einer ganzen Reihe von Personen. Also Kolleginnen, Managements, Freunden, Bekannten. So viel zu meiner Schilderung aus dem letzten Video. Aber was sagt denn Anni in ihrem Video dazu? Ich habe das Verhalten von Maoki gegenüber einer, nicht 3, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Naja, also irgendwie ja gar nichts. In ihrem Video geht sie nicht einmal richtig darauf ein. Also ähnlich wie ja, bei der Sache. Ja, das ist halt die Sache. Sie hat einfach nur gesagt, also für mich war das so. Und auf die anderen beiden Männer geht sie halt gar nicht ein. Es ist halt irgendwie komisch, warum Anni der Meinung ist, sich darüber eine Meinung bilden zu können. Mit der paranoiden Schizophrenie. Und das ist so eine, guck mal, ich bin jetzt 6 Minuten in diesem Video drin und mich verwirrt gar nichts an diesem Video. Bei dem einen Video hat mich wirklich alles verwirrt. Ich saß die ganze Zeit hier und denke mir so, hä, bin ich irgendwie zu blöd, um das zu verstehen? Ist es irgendwie zu kompliziert? Habe ich nicht genug IQ dafür? Aber bei diesem Video finde ich bis jetzt alles absolut verständlich und nachvollziehbar. Was sagt uns das? Dass das erste Video vielleicht manipulativ ist? Muss jeder für sich selber entscheiden. Schizophrenie lenkt sie auch hier stark ab.
Sie benutzt auch hier wieder das eigentliche Wort nicht, also Vergewaltigung, obwohl es ja genau um diese Sache ging. Sie spricht stattdessen in ihrem Video nur kurz davon, dass etwas übergriffig war und dass sie auch immer noch dahinter steht. Auch hier noch einmal die Erinnerung darum. Sibin hat geschrieben, Anis Video war ein Labyrinth, Maukis Video ist einfach eine gerade Straße. So fühlt sich das an. Darum ging es nicht. Es ging ja nie darum, dass sie irgendwem erzählt hat, ich wäre irgendwo übergriffig gewesen. Es ging darum, dass sie rum erzählt hat, ich hätte vergewaltigt. Sie widerspricht dem nicht, sie widerlegt das nicht. Weil sie genau weiß, dass sie das nicht widerlegen kann. Sie versucht einfach nur, eure Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Vorwurf abzulenken. Auch hier könnte man natürlich sich wieder fragen, wer sagt hier eigentlich die Wahrheit? Hat Anni wirklich erzählt, ich hätte Männer vergewaltigt? Und naja, auch das können Menschen bestätigen, unter anderem auch Eva und Vivian. Ich habe Anni, nachdem die Vorwürfe immer heftiger wurden. Ja, das ist halt aus Maukis Sicht natürlich krass, wenn du versuchst, Fuß zu fassen in dieser Influencer-Welt, mit einigen Influencern noch irgendwo befreundet bist, und einfach eine schöne Zeit haben möchtest, du möchtest einfach dein Business tätigen oder ist diese eine Cosplayerin, die noch mächtiger ist als du, die noch mehr Reichweite hat als du und hinter dem Rücken überall rum erzählt, sie wäre gewalttätig, sie wäre paranoid schizophren, sie hätte 3 Männer vergewaltigt und so weiter und so weiter. Also das ist in jeder Hinsicht verständlich, dass Mauki dagegen etwas unternehmen will. Das ist todesfrustrierend. Mehrfach ausdrücklich mitgeteilt, dass mir keine andere Wahl bleibt. Also eigentlich sollte man auch irgendwie rechtlich dagegen vorgehen können, weil das ist ja komplett üble Nachrede. Das ist komplett Rufmord. Als Maoki ganz offen und ehrlich auf all diese Sachen wie Medikamente, Schizophrenie, Vergewaltigung anzusprechen, weil das heftige Aussagen sind, über die nicht nur im Hintergrund geredet werden sollte. Und ja, Anni hat uns beiden mehrfach in verschiedenen Gesprächen, sowohl telefonisch als auch in Person, bestätigt, dass Maoki diese Vergewaltigung getätigt haben soll. Der folgende Screenshot, den Anni veröffentlicht hat, ist übrigens ein Chat mit mir, indem sie mich plötzlich darum bat, mit Maoki zu sprechen, weil sie weiterhin Lügen über Anni verbreiten würde. Ich habe ihr danach daraufhin halt auch gesagt, dass Maoki und ich aktuell gar nicht über diese Thematik sprechen und weil sie halt gerne heilen möchte und ich ja, und das wird natürlich nicht eingeblendet. Daraufhin folgte bei Anni zu Hause unser letztes Gespräch über die Thematik, bei dem sowohl Vivian als auch ihre Assistentin dabei waren, in der ich gesagt habe, dass ich ihr noch einmal die letzte Chance geben möchte, mir ehrlich zu sagen, ob all diese Behauptungen stimmen, weil ich glaube, dass ich persönlich so mit Maoki nicht befreundet sein kann. Begründet habe ich das unter anderem. Anni hat so viele Placements, hat so viele Kooperationen, hat so viel zu tun eigentlich gehabt während dieser gesamten Influencer-Zeit. Wo nimmt sie die Zeit, mit irgendwelchen Freundinnen oder Influencer-Kolleginnen darüber zu reden, dass Maoki was weiß ich ist? Also wenn du so viel zu tun hast, wie hast du so viel Zeit für Drama? Keine Ahnung, Bro. Seit ich in Annis zweiter Wohnung in Aachen vor Anni und Maoki meine Erfahrungen geteilt habe. Auch hier hat sie mir wieder gesagt, dass die volle Wahrheit ist und Maoki keinen Konsent kennt. Und hat nochmal ganz ausdrücklich von 3 Männern namentlich gesprochen, nicht von einem. Und eine Sache will ich auf jeden Fall loswerden. Ich habe das schon auf Twitter geschrieben. Ich nenne es immer noch Twitter und nicht X. Und zwar, woher nimmt Anni den Mut oder das Selbstbewusstsein, in ihrem Video einfach zu behaupten, das war so? Anni, Quatsch, das war auf etwas anderes bezogen. Ich glaube, das kommt noch. Das kommt noch. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das kommt noch. Wie sie aktuell behauptet. Da sie nach wie vor darauf bestand, dass ich Maoki unter keinem Umstand darauf ansprechen soll und ich deswegen gefragt habe, ob die Möglichkeit bestünde, diese Geschehnisse von den 3 genannten Männern vielleicht zu bekommen, verneinte sie das zunächst und sagte schließlich, sie könnte ja vorsichtig bei einem der 3 nachhaken, ob er bereit wäre, diese Geschehnisse zu bestätigen. Anschließend fragte sie mich aber, ob ich wirklich das Trauma der Männer wieder hochholen wollen würde. Ich finde, man merkt so ein bisschen durch Evas Erzählung, wie wichtig es Anni ist, da irgendwie die komplette Kontrolle über diese Geschehnisse, über diese zwischenmenschlichen Geschehnisse zu haben. Wie wichtig es hier ist, Einfluss zu haben. Natürlich tauscht man sich mal mit anderen Leuten über Leute aus, ne? Aber das geht in so eine, Riverdale-Richtung. Wo sind wir denn hier? Das ist ja eine Netflix-Serie. Angeblichen Opfer, dass diese Vergewaltigung bei keinem stattgefunden hat. Und ich könnte noch weitere verschiedene Zeugen anführen, weil es halt leider ganz verschiedenen Leuten über mich erzählt wurde. Selbst in Managements wurden diese falschen Anschuldigungen gestreut. Und das, obwohl alle Beteiligten... In Managements? Warum? Warum? Warum will man denn so viel Einfluss haben? Wie kommt man denn auf die Idee, als Influencer zu irgendwelchen Managements zu gehen und zu sagen, ey Maoki, ne? Ganz ehrlich, Leute, ne? Ihr sollt ein bisschen aufpassen, ob ihr wirklich, Kooperation mit ihr machen wollt oder erschaffen wollt, weil ja, die ist so ein bisschen ne? Also, ne, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich meine, ich bin ja sehr dicke mit ihr, ich bin ja sehr gut mit ihr befreundet, aber ich, ja, würde es an eurer Stelle einfach nicht tun. What the fuck?
Fakten ihr widersprechen und diese Story eine haltlose, erfundene Lüge ist. Aber eben eine, die Menschen nachhaltig schadet. Stellt euch einmal vor, das würde über euch erzählt werden. Bei Freunden, bei Familie, auf der Arbeit, in der Schule. Also, ich habe in meinem Video davon erzählt, dass Anni über mich Unwahrheiten erzählt hat. Scheinbar als Reaktion darauf, dass ich mich von ihr distanziert habe und nicht mehr Teil ihres Systems sein wollte. Scheinbar ging diese Schmutzkampagne los, damit sich Menschen von mir distanzieren und mir nicht mehr zuhören und damit meine Karriere verbaut wird. Anni hat über mich erzählt, ich hätte Männer... Anni hat über mich erzählt, ich hätte paranoide Schizophrenie. Und Anni hat auch erzählt, ich würde die Tabletten gegen paranoide Schizophrenie nicht nehmen. Das waren meine Aussagen. Und in diesem Video hier habe ich das belegt und bewiesen. Und dass ich hier die Wahrheit sage, weiß Anni. Und deshalb hat sie auch nicht versucht, diese Vorwürfe zu entkräften, weil sie sie nicht widerlegen kann. Stattdessen hat sie Strohmänner gebaut und so getan, als würde es um Antidepressiva gehen und um etwas Übergriffiges. Und deshalb spricht sie in ihrem Video nicht einmal die Worte aus, um die es eigentlich wirklich ging. Wie gesagt, um euch davon abzulenken, was eigentlich das Thema war. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich muss sagen, also natürlich habe ich das Video von Anni so ein bisschen hinterfragt. Natürlich habe ich erwähnt, dass sie auf vieles nicht eingegangen ist. Aber trotzdem hat Anni es irgendwie geschafft, jetzt im Nachhinein, wo ich Maukes Video angucke, dass ich denke, ach nö, ich wurde manipuliert. Zumindest ein kleines bisschen. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass noch viel mehr abgefuckte Sachen passiert sind, die ich aber nicht breittreten möchte, weil ohnehin schon genug Vorwürfe gegen Anni im Raum stehen. In diesem Kontext habe ich in einem Nebensatz erwähnt, dass es eine Party mit extrem fragwürdigen sexuellen Inhalten jetzt kommt's. Gab. Hin zu einer Party mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt. Okay, also meine Theorie, da ist tatsächlich noch etwas passiert. Also diese PowerPoint-Präsentation war nicht alles. Ich lasse mich einfach überraschen. Anni hat dann in ihrem Video von angeblichen Sexpartys gesprochen, weil laut ihr die Leute es so verstanden hätten. Ihr wisst, wie man eine Sexparty definiert. Da passieren heftige Sachen, besonders dann, wenn halt so viele Leute involviert sind. Was in der Öffentlichkeit dabei hängen bleibt, ist die schlimmen Sexpartys von Anni the Duck. Es war keine wilde Orgie. Erst einmal, ich habe nie von Sexpartys oder Orgien gesprochen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das allgemeine Verständnis von meiner Aussage so war. Ich habe unter meinem Video über 3000 Kommentare und bis zu Annis Video gab es dort nur literally 2 Kommentare, die das Wort Sexparty drin hatten. Von tausenden Kommentaren. Also war es... Ich muss sagen, an der Stelle muss ich Mauki tatsächlich ein bisschen kritisieren. Keine Ahnung, ob das ein Hot Take ist. Aber wenn Mauki bei ihrer Aussage so vage bleibt und einfach nur sagt, yo, das war eine Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt, aber nicht näher darauf eingeht, warum, sondern das einfach nur so stehen lässt, dann finde ich das persönlich nicht abwegig, zu denken, dass sie damit eine Sexparty meint. Ich habe das so gedacht. Ich habe da auch mit Freunden drüber geredet, die haben auch so gedacht. Und deswegen finde ich das so gefährlich, diese Aussage einfach offen zu lassen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Natürlich hat sie nicht Sexparty gesagt. Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt und das dann einfach so offen lässt. Das ist eine sehr vage Aussage und du hast extrem viel Interpretationsspielraum. Deswegen finde ich das persönlich nicht abwegig. Irgendwie gar nicht so, als hätten mich alle missverstanden und es gäbe eine große öffentliche Debatte über vermeintliche Orgien und richtige Sexpartys. Das geht schon wieder sehr stark in die Strohmann-Richtung, weil Anni direkt wieder so tut, als würde es um etwas ganz anderes gehen. Anni zeigt dann in ihrem Video eine Aufnahme von genau dieser Party. Auf der Aufnahme sieht man lachende Menschen, die PowerPoint-Präsentationen halten über Sex. Das hier ist kein Latexanzug, sondern ein Black Cat Cosplay. Okay. Aktuelle Themen. Und dann sagt Anni natürlich, dass es ja jetzt wohl nicht fragwürdige Inhalte wären. Es wären ja keine Sexpartys. Stimmt. Der Aspekt der Party sieht ja gar nicht fragwürdig aus. Weil dieser Teil, dass erwachsene Menschen sich zu einer Party verabreden und lustige PowerPoint-Präsentationen halten, auch gar nicht fragwürdig ist. Das können Erwachsene so entscheiden und das halte ich auch gar nicht für fragwürdig. Also entweder hab ich... Keine fragwürdigen Inhalte, Mauki stellt es falsch dar, es gab fragwürdige Inhalte, Anni stellt es falsch dar, okay. Wahrscheinlich zweiteres. Ich habe falsch geredet und es gab wirklich nichts Fragwürdiges auf dieser Party. Oder naja, es gab fragwürdige Sachen, die Anni halt nicht gezeigt hat. Was davon ist der Fall? Dreimal dürft ihr raten, was der Fall ist. Also, hier ist der Kontext. Ich habe die Erlaubnis von der betroffenen Person bekommen, darüber zu sprechen. Okay, egal was jetzt passiert, die Informationen, die wir jetzt bekommen, die hätten wir
schon in dem anderen Mauki-Video hätten bekommen müssen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das ist halt das Problem. Ich werde gleich sagen, was ich meine. Natürlich ist es immer so ein bisschen kompliziert. Man muss ja auch mit den Betroffenen sprechen. Nur manche Leute wollen anonym bleiben und so weiter und so fort. Das verstehe ich alles. Trotzdem ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man vage Dinge raushaut. Man hat da super viel Interpretationsspielraum, weil dadurch macht man sich auch angreifbar. Und Anni hat das natürlich sofort genutzt. Und jetzt muss Mauki das richtig stellen mit Informationen, die wir hätten schon vorher bekommen müssen. Text, den ich definitiv extrem fragwürdig finde. Nicht alle Teilnehmer dieser Party. Eine Person kam zu dieser Party und wusste nicht. Diese Person hatte vorher ihre Jungfräulichkeit verloren und diese Party... Naja, Mauki musste sich erst vage halten, weil die betroffene Person es erst nicht wollte. Ja, das verstehe ich. Aber dann wäre es vielleicht gut gewesen, diesen Punkt vielleicht gar nicht zu erwähnen, weil... Also du hast zwei Möglichkeiten, entweder du erwähnst den Punkt und ziehst die Person mit rein oder du erwähnst den Punkt nicht. Aber wenn du das so vage hältst, wie gesagt, du machst dich halt super angreifbar. Die war eine Überraschungsentjungferungsparty. Also eine Party, zu feiern, dass diese Person ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Das war von Anfang an der Plan. Aber das kann Anni euch auch selber erzählen. Hey Mauki, dann schicke ich einfach mal eine Spannachricht, die kannst du laut einfach abhören. Wir haben eine ganz grauenhafte Idee, die wir morgen umsetzen werden und schmeißen eine Entjungferungs-Überraschungsparty. Ich muss sagen, das ist schon irgendwie weird. Also grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, wenn man die betroffene Person einweiht und die betroffene Person sagt, hey, das klingt nach einer witzigen Idee, können wir gerne so machen. Aber es scheint ja wirklich eine Überraschungsparty gewesen zu sein. Und die betroffene Person wusste gar nichts davon. Somit ist es einfach eine übergriffige Idee. Also zumindest in meinen Augen. Also nicht jeder ist so sexoffen, versteht ihr? Das kann schon sehr unangenehm sein. Wir bereiten alle zu verschiedenen Themen rund um Sex eine PowerPoint-Präsentation vor. Wir haben alle verschiedene Themen. Du bist halt auch Themen so ein bisschen bloßgestellt. Also ja, glaube nicht, dass es Anni in dem Punkt um Bloßstellung ging. Aber ich finde schon, bei so einer Party sollte man zumindest die betroffene Person fragen, ob das tatsächlich in Ordnung ist, weil na... Das ist nicht cool. Nee. Also, woher will man denn wissen, ob die Person Bock darauf hat? Gerade bei so einem intimen und heiklen Thema. I just had sex, Kuchen. Und wollte fragen, ob du mit dabei sein möchtest, dir auch ein Thema überlegen willst, worüber du einen Vortrag halten möchtest. Wir haben noch ein paar Themen offen. Eine PowerPoint vorbereiten willst und vielleicht digital zugeschaltet werden möchtest. Anni betitelt es ja selbst als grauenvolle Idee. Ich möchte auch ganz klar sagen, ich kritisiere mich auch selbst dafür, dass ich da mitgemacht habe. Ich kritisiere mich auch selbst dafür, dass ich das zugelassen habe. Denn wie gesagt, diese eine Person wusste nichts von dieser Party. Es wurde für diese Person entschieden, dass sie urplötzlich auf dieser Überraschungsparty ist, die sich um ihre Jungfräulichkeit dreht. Diese Person sollte sich setzen und mitmachen. Und vielleicht der für mich fragwürdigste Punkt, der auch nicht unwichtig ist. Diese Person stand zu dem Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis zu Anni. Stellt euch mal vor, ihr wurdet zu... Ey, es tut mir ultra leid, dass ich so lache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie die Person auslache, die betroffen ist auf dieser Party oder so. Also ich lache niemanden aus, versteht das wirklich bitte nicht falsch. Aber wie absurd ist das? Ich lache, weil es so absurd ist. Bro, stell dir vor, Anni ist dein Boss. Stell dir vor, du arbeitest irgendwo und dein Boss dein Boss lädt dich ein. Auf einmal ist es eine Überraschungsparty, wo es darum geht, dass du deine Jungfräulichkeit verloren hast. Und du sitzt da und alle Kollegen haben ultra Spaß, machen so Sex-PowerPoint-Präsentationen in deinem Namen und dir ist das todesunangenehm, aber du kannst ja auch nicht Nein sagen, weil es dein Boss ist. Du willst ja nicht gefeuert werden. Das ist ja so eine unangenehme Machtsituation. Ach du Scheiße. Niemals würde ich das mit meinem Cutter machen. Zu eurem Chef oder zu eurer Chefin nach Hause eingeladen. Und ihr versteht euch eigentlich ganz gut mit dieser Person. Aber als du ankommst, heißt es... Was? Surprise! Alle wissen, dass du deine Jungfräulichkeit verloren hast und jetzt gibt es eine Überraschungsparty und du sollst dich setzen und du sollst dabei teilnehmen. Ist das eine Situation, die es einem einfach macht, Nein zu sagen, wenn man sich unwohl fühlt? Ja, also es gibt bestimmt Menschen da draußen, die so sexoffen sind, dass sie das super mit Humor nehmen und denen das auch überhaupt nicht unangenehm ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Geschichte sich dahingehend entwickeln, dass es sich um eine Person handelt, der es unangenehm ist. Und deswegen würde ich mich persönlich niemals trauen, so etwas einfach über den Kopf der betroffenen Person zu entscheiden, weil du weißt ja nicht, so 100% ganz egal, was die Person für einen Humor hat, ob das jetzt fein ist.
oder nicht, weil es ein sehr intimes und sehr privates Thema sein kann. Denn irgendwie ist der Job ja auch mit da involviert. Aber das können euch auch zwei weitere Personen bestätigen, die an diesem Abend dabei waren. Diese beiden Personen möchten allerdings anonymisiert bleiben und deswegen hat sich Rezo netterweise bereit erklärt, diese anonymisierten Zeugenaussagen wiederzugeben. Hey guys, ich mach diesen einfach Rezo-Collab, der irgendwas vorliest. Wenn Rezo kommt, ist vorbei. Einspieler hier nicht, um meine Meinung zu diesem Thema zu sagen. Die hat hier nichts zu suchen. Ich möchte an dieser Stelle einfach Personen die Möglichkeit geben, anonym Stellung zu beziehen. Denn wenn sich jemand anonym äußern möchte, wie soll er das machen? Er kann ja nicht irgendwie Sprachnachricht aufnehmen, dann hört man die Stimme oder ein Video aufnehmen, dann sieht man die Person ja. Und wenn Mauki jetzt in diesem Video einfach einen Screenshot von einer WhatsApp-Nachricht macht, wo sie jemandem schreibt, also würdest du bestätigen, dass das so und so passiert ist? Und derjenige antwortet, ja. Und der Name ist aber zensiert, dann könnt ihr damit auch nicht so viel anfangen. Also theoretisch könnt ihr euch ja nicht mal sicher sein, ob es diese anonyme Person dann überhaupt gibt, weil so eine Chatnachricht kann man ja ganz easy machen. Und jetzt die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? In den alten Medien übernehmen meistens Zeitungen diesen Job. Also eine Zeitung spricht dann mit einem Zeugen und... Aber auf YouTube übernimmt das Rezo. Kommen wir zur Aussage von Person 1, mit der habe ich circa eine Stunde telefoniert. Ich lese jetzt einfach ab, damit ich mich im Wording nicht vertue. Die Person bestätigt, was wir durch Annis Sprachnachricht bereits wissen. Es war eine Entjungferungsparty, wo eine Person, die für Anni gearbeitet, überrascht wurde. Auch wurde bestätigt, dass über den Kopf der betroffenen Person entschieden wurde, dass alle von dieser Entjungferung erfahren. Die Person hat erzählt, dass in dem Moment der Party zwar die Stimmung voll positiv und lustig war, aber rückblickend wäre es geisteskrank gewesen. Es hieß, dass niemand wirklich hätte merken können, wenn es der überraschten Person nicht so gut damit gegangen wäre. Weiter heißt es, ich glaube, hätte nie etwas gesagt, wenn es ihm/ihr peinlich wäre. Das denke ich halt auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel so eine Anni jetzt sagen würde, naja, aber guck mal, ich habe ja diese Aufnahme, wo wir die PowerPoint-Präsentationen machen und hier ist die betroffene Person und die Person lacht ja. Guck mal, die lacht. Und wenn es ihr so peinlich gewesen wäre, warum lacht sie denn? Ist ja voll der Widerspruch. Stimmt ja gar nicht, dass ihr das peinlich war. Und ich habe den Eindruck, solche Leute verstehen nicht, dass man in manchen Situationen halt einfach mitmacht, um die Stimmung nicht zu killen, um nicht eine unangenehme Situation zu erschaffen. Also manchmal gibt es halt so etwas wie... hätte es einfach durchgezogen und ertragen. Insgesamt wurde es so eingeschätzt, dass sich diese Party nicht gut auf die betroffene Person ausgewirkt hat. Ich glaube, dass ihm/ihr das auf jeden Fall mehr geschadet hat als geholfen. Das war jetzt die Aussage von Person 1. Jetzt kommt die Aussage von Person 2. Und das ist nicht nur irgendwie ein Zeuge/Zeugin, sondern das ist die betroffene Person jetzt. Also jetzt kommt die Aussage der... Okay, jetzt bin ich gespannt, was die betroffene Person sagt. Ja. Entjungferten Person. Mit der habe ich auch eine Stunde telefoniert. Die Schilderung der betroffenen Person deckt sich mit allem, was wir bisher gehört haben. Vorweg, sie betont, dass sie den einzelnen Gästen der Party rückblickend nicht nachtragend ist. Vor allem zu diesem Zeitpunkt hätte es eine sehr weirde Gruppendynamik gegeben und die Person ist sich sicher, dass alle an dem Abend die Intention hatten, einen schönen Abend zu haben. Trotzdem sagt sie Folgendes. Sie wusste nichts von dieser Party, sie wusste nicht einmal, dass es irgendeine Party gibt. Die Person wurde überrascht und als sie verstanden hat, dass es eine Party für die eigene Entjungferung ist, war es ihr unangenehm. Sie sollte sich dann setzen und die Präsentation... Ja, es gibt Menschen da draußen, die verstehen nicht, dass man immer erst im Nachhinein checkt, was es eigentlich, also wie unangenehm zum Beispiel so eine Situation auch ist. Und ich hasse es an mir selbst, aber ich zum Beispiel bin auch so ein Delayed Motherfucker. Ich bin so ein Delayed Motherfucker. Also in bestimmten Situationen, wenn irgendwas passiert, ich kann das nicht richtig verarbeiten und verhalte mich nicht so, wie ich mich verhalten sollte. Zum Beispiel in Situationen, wo ich offensichtlich nicht gut behandelt werde, wehre ich mich nicht genügend, weil ich auf die Situation irgendwie nicht richtig klarkomme. Und erst wenn die Situation vorbei ist und ich zu Hause bin, wieder alleine, merke ich, was war das gerade? Und dann wünschte ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen und so richtig meine Meinung sagen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich werde halt durch so lebendige Situationen immer so off-guard erwischt und weiß nie so richtig damit umzugehen. Weiß noch nie so richtig, ich weiß nie, wie ich das einordnen soll. Und diese Einordnung findet immer erst später statt. Sehen, das war ihr auch unangenehm, vor allem, weil sie ein, zwei Gäste auch nicht besonders gut kannte. Die Person wurde mehrfach aktiv dazu aufgefordert, Darstellungen vorzuführen. Also zum Beispiel sollte die Person mit einer anderen Person vormachen, wie man sich jemanden klärt. Oder sie sollte an einem Ballon vormachen, wie man es sich selbst macht. Und dabei dachte sich die Person, dass diese Party ja für sie geschmissen wurde und sie somit kein Spielverderber / keine Spielverderberin sein wollte. Ja, und das kann ich nachvollziehen. Aber Anni sieht es wohl nicht als fragwürdig, sonst hätte sie den Punkt nicht erwähnt und so unproblematisch dargestellt. Aber sie hat ja gesagt, dass es eine grauenvolle Idee ist, immerhin. Also klar,
Vielleicht hat sie es auch als Spaß gesagt. Deswegen dachte sie sich dann, egal ob es peinlich ist oder nicht, fuck it, lächeln und winken und einfach durch damit. Aber schön, dass ihr sehr viel relaten war es dann vom Schamgefühl egal, nach dem Motto, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. So viel zur Aussage von der zweiten Person. Insbesondere der letzte Part war auch das Wording von dieser Person. So, ich habe jetzt die Aussage von einem anonymen Zeugen / Zeugin dargestellt und zusätzlich noch von der betroffenen Person. Ich bewerte das hier nicht, ich bin raus, ciao. So, nachdem ihr jetzt den Kontext und den Inhalt dieser Party kennt. Ja, wie gesagt, ne, gar kein Angriff an Mauki, aber es wäre natürlich als Zuschauer, als außenstehende Person sehr gut gewesen, wenn man den Kontext schon von Anfang an gekannt hätte, weil das hätte sehr geholfen. Was würdet ihr sagen? Problematisch, fragwürdig? In jedem Fall konnte ich zeigen, dass meine Äußerung hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt völlig in Ordnung war. Und hier ist jetzt auch völlig egal, ob es sehr fragwürdig, ein bisschen fragwürdig, extrem fragwürdig ist. Ja, aber das suggeriert ja. Also, ne, guck mal, ich will jetzt nicht so kleinkariert sein. Ich will nur sagen, wenn man sagt, das war eine Party mit extrem fragwürdigem sexuellen Inhalt, dann suggeriert das für mich, dass der Inhalt der Party, was da passiert ist, extrem fragwürdig war. Aber ich finde, der Inhalt ist gar nicht so extrem fragwürdig, weil stell dich mal vor, das wäre einfach so eine witzige Idee gewesen unter Freunden. Dann finde ich das nicht schlimm. Ist doch eine witzige Idee, hat Mauki ja selber gesagt. Man hat die betroffene Person nicht in Kenntnis gesetzt, das ist fragwürdig. Aber die Party selbst hätte ja auch einfach eine witzige Idee sein können unter Freunden. Ja, aber der Kontext macht es so problematisch. Darüber zu debattieren, wie fragwürdig das ist, lenkt ja eigentlich schon wieder von dem eigentlichen Punkt ab. Hier war etwas definitiv fragwürdig. Und das weiß Ani natürlich auch, weil es nicht schwer ist, darauf zu kommen, dass manche Aspekte dieser Party einfach fragwürdig waren. Dass sie trotzdem öffentlich so getan hat, als wäre sie völlig ahnungslos, weil ja alles so harmlos war, das verstehe ich nicht ganz. Weil sie doch hätte wissen müssen, dass ich jetzt dazu gezwungen bin, das alles richtig zu stellen. Und damit hat sie sich jetzt, glaube ich, keinen Gefallen getan. Vielleicht war das sogar ganz gut. Anni ist auf die Falle gezappt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Gesagt, das war gar keine problematische Party. Hier, guck mal, wir haben einfach lustige PowerPoint-Präsentationen gemacht. Aber natürlich, also Mauki hat schon recht. Anni hätte doch wissen sollen, dass Mauki das richtig stellt, dass sie den Kontext liefert. Vielleicht dachte Anni, dass Mauki sowieso nicht den Kontext liefern würde. Aber zu ihrem Pech hat sie das nun. Abschließend zu diesem Thema möchte ich noch einmal betonen, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Im Gegensatz zu Anni habe ich mich schon in meinem ersten Statement-Stream öffentlich dafür entschuldigt, dass ich bei Sachen mitgemacht habe und dass ich Sachen zugelassen habe. Es tut mir von Herzen leid, dass so etwas und andere Dinge überhaupt passiert sind. Und ich bin unendlich froh, dass sich so viele Menschen zu Anni geäußert haben. Denn jetzt habe ich endlich die Hoffnung, dass solche Dinge nicht mehr passieren werden und die Zukunft vielleicht besser wird. Ich habe mich mittlerweile auch mit vielen Menschen aus Annis altem Umfeld ausgesprochen und wir sind mittlerweile auf einem guten oder neutralen Grund, nachdem wir die Manipulation bei uns allen aufgedeckt haben. Kommen wir zum letzten großen Punkt. Ein geworfener Stuhl, der nie geworfen wurde. Oh shit. Es gab einen Abend, an dem ein paar Leute... Okay, handgreiflich im extremen Maß. Jetzt bin ich gespannt. Also Anni hat in ihrem Statement gesagt, dass Mauki, die hat so ein bisschen Probleme mit ihrer Wut und die ist einmal richtig ausgerastet. Das hat uns allen Angst gemacht und dann hat sie sogar einen Stuhl genommen, hat ihn geworfen, hat gerade so eine andere Person verfehlt und ich habe Zeugen, die das bezeugen können. ...bei Anni waren und von dem ich sehr wütend abgezischt bin. Davon habe ich ja in meinem ersten Video schon erzählt. Ich habe erzählt, dass ich auf den Tisch gehauen habe, dass ich laut geworden bin und dass ich dann gegangen bin. Anni schildert die Situation etwas anders. Mauki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden, hat einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Also wir erzählen die Geschichte ziemlich... Tut mir leid, wenn ich lachen muss, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mauki so einen Stuhl hochhebt und dann so... Also so, guck mal, Anni schildert das ja literally so. Also das hat Mauki laut Anni gemacht. Wollen wir noch mal sehen, wie es tatsächlich ist. Der Hauptunterschied dabei ist, dass sie behauptet, ich hätte einen Stuhl geworfen und dabei einen Gast nur knapp verfehlt. Und dabei macht sie diese Wurfbewegung.
Sie sagt da, dass da noch 7 weitere Personen anwesend waren, die das auch bezeugen könnten. Alleine bei dem fliegenden Stuhlabend waren noch 7 andere Leute im Haus. Krass, das klingt total überzeugend. Das würde ich dann ja auch glauben, weil sie würde ja nicht einfach von so vielen Zeugen sprechen, wenn diese ihr total widersprechen würden, oder? Doch, leider schon. Und hier sind also die Belege, die ihr widersprechen. Erst einmal waren 9 Leute auf dem Grundstück und nicht 7 Leute. Eine Person war zu dem Zeitpunkt... Ich habe übrigens einen Stream von Milchbaum gesehen, wo sie gesagt hat, dass sie mit Leuten gesprochen hat, die an dem Tag auch da waren. Und die sagen, das stimmt nicht. Maoki hat keinen Stuhl geworfen. Ja, die ist halt ein bisschen mad geworden und hat den Stuhl so 10 cm angehoben und dann wieder fallen lassen, weil die abgefuckt war. Aber die hat nicht irgendwie Stühle nach jemandem geworfen. Was zum Fick? Also, das hat Milchbaum gesagt. Im Haus 3 weitere Personen saßen im Whirlpool und wenige Meter davon entfernt saßen Anni, ich und 2 weitere Personen an einem Gartentisch. Eine Person kam kurz vor dem Zeitpunkt des Geschehens dazu. Hi, ich bin Daniel. Ich kenne sowohl Maoki als auch Anni mittlerweile mehrere Jahre. Ich habe Maoki 2015 kennengelernt, Anni habe ich das erste Mal Ende 2016 getroffen und ab 2019 für 1,5 Jahre für sie gearbeitet. Damals war ich ihr erster Personal Assistant. Ey, der Bruder hat meine Frisur. Guck mal, wir sind basically best buddies. Ich habe mich bisher rausgehalten. Madeira einfach nur ein Höllenplatz. Ey, warum passiert eigentlich die Scheiße immer auf Madeira? Aussage machen als Weil die Facecam ist wieder unten links. Das tut mir leid, Maoki. Bitte nicht striken. Weil Anni schlichtweg nicht die Wahrheit sagt. Ich war an dem angeblichen Stuhlwurfabend eine der anwesenden Personen. Ich war nur da, um Maoki abzuholen und habe die ganze Szene so mitbekommen. In dem Augenblick, um den es geht, stand ich direkt mit Maoki und Anni und anderen am Gartentisch. Es waren noch ein paar Leute im Jacuzzi. Maoki und Anni hatten einen Streit. Maoki ist laut geworden, hat auf den Tisch gehauen, hat ihr Handy auf den Tisch geklatscht, ist dann aufgestanden und hat ihren Stuhl an den Tisch geknallt. Im Grunde so, wie man einen Stuhl ranstellt, halt nur, wenn man wütend ist. Viel ruckartiger. Das war es dann auch schon. Maoki ist dann gegangen. Okay, also dieser komplette Ausraster, wo Maoki gewalttätig geworden ist oder handgreiflich oder was auch immer, sah basically so aus. Das war der komplette Ausraster. Es gab keine Handgreiflichkeiten, es wurde nicht im entferntesten ein Stuhl geworfen. Stimmt nicht ganz. Ja, sorry, das waren nicht 10 cm. Oder sonst irgendjemand verletzt. Natürlich war es eine scheiß Situation, aber es gab... Seit wann ist Mix aggressiv geworden? Ja, Leute, ich nutze diesen Stream einfach nur, um meine Aggression rauszulassen. Keine körperlichen Angriffe auf irgendwen oder so. Kurz gesagt, so wie Anni es darstellt, ist es nicht gewesen. Alles klar, Punkt. Chat. Wir verstehen Falls uns. Falls das nicht reicht, gibt es noch eine weitere Zeugenaussage von 2 weiteren Personen, die an diesem Abend anwesend waren. Ich bin's nochmal mit anonymen Zeugen. Auch diesmal gilt wieder, ich war an dem Abend nicht dabei, ich kann dazu nichts sagen, aber auch hier habe ich wieder mit 2 Zeugen slash... Ich finde, Reese wirkt so ein bisschen unbeholfen in diesem Video. Ey, yo, ich bin's nochmal, ich war immer noch nicht dabei, keine Ahnung, was da abging, voll die kranke Scheiße, was zum Fick, aber ich muss hier wieder Dinge klarstellen. Zeuginnen gesprochen, die anonym bleiben wollten. Das sind übrigens alles andere Personen, also die anonymen Zeugen bei der Entjungferungsparty sind nicht dieselben wie jetzt oder so. Wir müssen die jetzt gar nicht einzeln durchgehen, weil die Aussagen dieser... Reese hat seine Streitschlichter-Ausbildung bekommen. Okay, also in diesem Segment geht's einfach nur darum, dass alle Zeugen sagen, das war nicht so. Und das ist so eine Sache, die ich absolut nicht verstehe. Können wir bitte kurz darüber reden, wie das sein kann, dass Anni diesen Mut bzw. das Selbstbewusstsein hat, in ihrem Video zu sagen, hey, Maoki ist extrem handgreiflich geworden, war gewalttätig, was auch immer, hat einen Stuhl hochgehoben und auf jemanden geworfen, knapp verfehlt und dafür gibt es Zeugen, in dem Wissen, dass diese Zeugen wahrscheinlich sagen werden, hä? Nee, war nicht so. Das ist doch komplett dumm. Also ich würde ja niemals auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, jo, das und das ist passiert und dafür gibt es Zeugen, wenn ich weiß, wenn ich das, sobald ich das Video hochladen und die Zeugen gucken das, werden die denken, nee, das stimmt nicht. Also ich check's nicht. Ich habe da schon auf Twitter geschrieben, aber ich sage es nochmal hier. Das ist so, als würde ich sagen, jo, Jengis hat mich neulich fast totgeschlagen und Nick, der kann das bezeugen, der war dabei. So, und Nick reagiert dann auf das Video, wo ich das behaupte und sagt so, ey Leute, neulich bin ich rumgeflogen, ich habe einen Jetpack, der ist genauso wie bei GTA San Andreas. Es gibt übrigens Zeugen, die können bezeugen, dass ich rumgeflogen bin, IRL. Keine Ahnung, Bro, das ist, es verwirrt mich, weil ich niemals auf die Idee käme, irgendetwas zu behaupten, also beziehungsweise zu sagen, ja, da gibt es 9 Zeugen oder 7 oder wie viele das waren. Und ich weiß einfach, dass jeder Zeuge Nein sagen würde. Was gedacht, dummes Brot, Dankeschön. Oder dachte sie,
dass diese Zeugen ihr nicht widersprechen würden. Beide sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch draußen wenige Meter neben dem Geschehen waren. Beide sagen, dass Mauki auf den Tisch gehauen und lautstark ihren Frust gezeigt hat. Beide sagen, dass es aber nicht mehr als... Mich würde mal interessiert, was Mauki dazu veranlasst hat, so wütend zu sein. Also muss ja irgendwas vorher passiert sein. Und ich habe das Gefühl, da wird in diesem Video nicht drüber gesprochen. Anni hat das ja auch nicht erwähnt. Also da muss ja irgendwas vorgefallen sein, dass Mauki so wütend gemacht hat. Und das würde mich tatsächlich interessieren, weil du wirst ja nicht einfach random so wütend, weißt du, so einen Tisch anhebst und dann so machst. Formuliert. Im Prinzip kann man es kurz fassen. Beide sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch draußen wenige Meter neben dem Geschehen waren. Beide sagen, dass Mauki auf den Tisch gehauen und lautstark ihren Frust gezeigt hat. Okay. Beide sagen, okay, jetzt ist der arme Tisch ist auch noch dran. Dass es aber nicht mehr als das war. Zitat, sie ist einfach nur laut geworden. Also beide sagen, dass sie keinen Stuhlwurf oder Ähnliches mitbekommen haben. Beide waren sich sehr sicher, dass die Leute, die am Tisch saßen, auch unmittelbar nachdem Mauki dann gegangen ist, auch erstmal weiterhin am Tisch sitzen geblieben sind. Es wurden auch keine umgeschmissenen Möbel oder irgendetwas in dieser Richtung gesehen. Nein, nein. Ich glaube, Anni, diese ganzen Gäste sind weggerannt, die sind evakuiert. Wie in Dragon Ball Classic, als Son Goku gegen Piccolo Junior gekämpft hat. So war das ungefähr. Anni war Son Goku und Mauki war Piccolo Junior. Für beide ist an dem Abend also absolut nichts super Dramatisches passiert. Woher dieser Stuhlwurf kommen soll, können also beide nicht nachvollziehen. Und noch als abschließende Info, beide Zeugen, Zeuginnen sind nicht besonders close mit Mauki oder so. Okay, das waren jetzt zwei anonyme Zeugenaussagen für diesen Abend. Ich bewerte das hier nicht. Ciao. Tschüss. Also wie wir sehen, alle drei Zeugenaussagen. Gleich kommt Reason noch ein drittes Mal. Jo Leute, ich wurde jetzt ein drittes Mal hergeholt. Mein Gott. Sagen, decken sich mit dem, was ich gesagt habe. Ich weiß, warum ich das witzig finde. Alle drei widersprechen dem angeblichen Stuhlwurf, den Anni behauptet hat. Auch die Streamerin Milchbaum hat sich öffentlich nach Annis Video geäußert und gesagt... Übrigens, stimmt das alles, was Mauki erzählt? Ich war der Stuhl. Ich kann das bezeugen. Die Leute, die dabei waren in dieser Situation, gesagt, dass das nicht stimmt mit diesem scheiß Stuhl. Und wer da jetzt sitzt und denkt, Annis Video kam es mir so rüber, als hätte sie es voll bewiesen, dass ein Stuhl geworfen wurde. Die hatte doch Chatverläufe eingeblendet von einem gemeinsamen Freund, der diese ganze Story belegt hat. Dazu kann ich sagen, ja, so hat es Anni inszeniert. So kam es rüber. Aber warte, haben ihre gezeigten Chatverläufe diesen Stuhlwurf überhaupt belegt? Nein, nicht wirklich. Das merkt man halt dann, wenn man mal Pause macht. Ich verstehe nicht, also... Keine Ahnung, ob ich das einfach mental nicht richtig erfassen konnte, diese ganzen Chatverläufe von Anni. Aber die haben für mich irgendwie vorne und hinten keinen Sinn gemacht, weil ich einfach keinen Kontext hatte. Beziehungsweise, weil ich nicht dabei war. Ich weiß nicht, also das, was mich wirklich am meisten verwirrt hat bei diesem Anni-Video, waren die Chatlogs. Und sich diese Chatverläufe durchlest. Guckt sie euch gerne nochmal an. Ich schreibe, ist dann jetzt wohl so ein Leben als Outcast, weil man einmal einen Stuhl 10 cm gehoben und geknallt hat. Und daraufhin sagt der gemeinsame Freund, die 10 cm sind egal, geht darum, dass das überhaupt passiert ist. Also er bestätigt ja damit, dass der Stuhl 10 cm gehoben wurde. Das bezeichnet er dann ganz offensichtlich unten als werfen. Stuhl, wie Anni es behauptet, auf einen Gast geworfen ja, jetzt und ihn nur bei knapp mir klingt das jetzt verfehlt, normal. Ist etwas konstruiert. Es würde auch gar nicht passen, weil wenn ich wirklich einen Stuhl geworfen hätte, dann hätte dieser gemeinsame Freund ja auch nicht geschrieben, dass er keine Angst hat und dass allgemein keiner von den Leuten Angst hat. Er schreibt sogar, dass ich nicht gewalttätig war. Einen Stuhl. Ist auf jeden Fall ein badass Move, die Chatlogs, die Anni in ihrem Video eingeblendet hat, jetzt gegen sie zu verwenden. Weil die beweisen ja, dass... Mauki keinen Stuhl geworfen hat. Das ist halt irgendwie ein bisschen dumm, oder? Stuhl auf eine Person zu werfen, wäre definitiv gewalttätig. Fazit, drei Personen bestätigen in diesem Video, dass ich keinen Stuhl geworfen habe. Ja. Also was lernen wir daraus? Nur weil etwas manipulativ ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es smart ist. Chatverläufe aus Annis Video von dem gemeinsamen Freund widerlegen das nicht. Sondern wenn man die wirklich liest, dann klingen die auch nicht so, als hätte ich einen Stuhl auf eine Person geworfen und schon gar nicht gewalttätig. Die Sache ist eigentlich für jeden klar erkennbar. Anni hat künstlich aus dieser Sache etwas viel Größeres und Gefährlicheres gemacht. Weil es zu dem passt, wie sie mich anderen gegenüber darstellen will. Eine Frau mit paranoider Schizophrenie, die außer Kontrolle ist und unberechenbar ist. Also all das wirkt auf mich, als würde Anni mit aller Macht Mauki versuchen so darzustellen, als wäre das so ein unzurechnungsfähiger Psycho. Keine Ahnung, irgend so eine Gewalttätige, die gar keine Kontrolle mehr über sich selbst und ihr Leben hat,
Die gehört einfach in eine geschlossene. Jeder muss einen großen Bogen um sie machen. Die nimmt ihre Tabletten nicht mehr. So, wisst ihr, wie ich meine? So kommt das als außenstehende Person für mich rüber, wie Annie versucht, Mauki darzustellen. Zusätzlich zu diesem erfundenen Stuhlwurf behauptet Annie übrigens auch noch, ich wäre ihr gegenüber handgreiflich geworden und das in einem extremen Maß. Ich habe mir immer geschworen, dass wenn jemals wieder jemand mir gegenüber handgreiflich wird, und zwar auch in so einem extremen Maß, das für mich eine absolute Dead. Aber was, also was, jetzt mal Real Talk. Was hat Mauki denn gemacht, dass sie so handgreiflich wurde in einem so extremen Maß? Ganz wichtiges Wording. Das habe ich ja auch schon in meiner Annie-Reaction aufgefallen, wie sie das Wording benutzt. Also ich finde, Handgreiflichkeit in einem extremen Maß klingt für mich so, als würde man jemanden fast totschlagen. Hat sie dann das Gespräch mit mir nicht mehr zugelassen. Und das ist ja noch merkwürdiger als dieser erfundene... Ich glaube, die hat eine Wahrnehmungsstörung oder so. ...eine Stuhlwurf. Denn den Stuhl gab es ja wenigstens wirklich. Den habe ich ja wirklich wütend an den Tisch geschoben. Aber eine Handgreiflichkeit zwischen Annie und mir in einem extremen Maße, das ist halt genauso. Ah, okay. Also sie hat nicht irgendwie den Stuhl 10 cm fallen lassen, sondern sie hat den Stuhl aggressiv an den Tisch geschoben. Das würde ich jetzt gerne simulieren, aber ich glaube, ich mache es lieber nicht, weil sonst fällt die Kamera um. Und das möchten wir nicht. Erfunden und wird auch nirgendwo belegt. Es gibt keinen Chat, in dem das vorkommt. Ja, ja. Und auch die Zeugen. Ich finde, in dieser Gesamtsituation sollte sich auf jeden Fall noch der Tisch zu Wort melden, weil der hat wirklich was abgekriegt. Nichts davon. Selbst ihr Zeuge weiß nichts davon. Abschließend könnt ihr euch ja mal fragen, wenn ihr einen Abend mit Freunden verbringen würdet und irgendjemand würde einen Stuhl auf eine Person werfen und sie nur knapp verfehlen und es gäbe auch noch extreme Handgreiflichkeiten zwischen zwei Personen, dann würde ja wahrscheinlich jeder davon wissen und sich daran erinnern können, oder? Ich habe jetzt mehrfach gezeigt. Safe. Also wenn ich mir vorstelle... Ich mache eine Geburtstagsparty und einer rastet so aus, dass er einen Stuhl nach jemandem wirft. Oder das vergisst du nicht mal eben. In ihrem Video Dinge verdreht und euch versucht zu manipulieren. Auf Statement von dem kompletten Garten. Das habe ich euch anhand von einer Reihe von... in dem Garten war eine Schnecke, die alles gesehen hat. Ich war die Schnecke. Von Zeugenaussagen, ich kann das bestätigen. Von Anis Sprachnachrichten und von anderen Belegen zweifelsfrei zeigen können. Aber es gibt noch so viel mehr. Ich habe ja jetzt alle Hauptpunkte von ihr klar widerlegt. Ich könnte jetzt noch länger weitermachen und noch über so viel mehr sprechen. Zum Beispiel sagt sie am Anfang des Videos, dass sie nichts veröffentlichen wird, was ich nicht bereits schon veröffentlicht habe oder angedeutet habe. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, dass ich nichts veröffentlichen werde, was nicht schon durch Mauki veröffentlicht worden ist oder zumindest angedeutet worden ist. Und dann liegt sie im selben Video ganz viele Sachen, die ich weder veröffentlicht habe noch angedeutet habe. Zum Beispiel liegt sie angebliche Infos über mein Privatleben, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Oder sie liegt sensible medizinische Daten und konkrete Medikamente, ja, die nie Thema waren. Oder ich könnte auf die... Das verstehe ich auch nicht. Warum muss man da Dokumente leaken? Also ja, damit das wirklich professionell aussieht. Also das soll nochmal unterstreichen, dass Mauki tatsächlich irgendwann mal Tabletten genommen hat. Zahlreichen Widersprüche eingehen, die sie in ihren Aussagen macht. In ihrem Video stimmt sie mir plötzlich zu, dass ich immer Nein sagen konnte. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Und das stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen, dass sie eigentlich immer, wenn sie keinen Bock auf irgendein Event oder eine Unternehmung hatte, eigentlich Nein gesagt hat. Da sagt sie, dass ich immer Nein sagen konnte und dass sie das immer so aufgefasst hat. In ihrem ersten Video sah das aber noch ganz anders aus. Wir hatten aber ein sehr großes Thema, was ich nach ein paar Jahren und zwar, dass Mauki nicht Nein sagen konnte. Und das konnte. War, Mauki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Wir hatten insgesamt... Oh nein, Mauki, bitte mach nicht wieder Flipflop. Bitte kein Flipflop. Zwei Gespräche darüber. Also sagt sie, sie hat es immer so aufgefasst, dass ich Nein sagen konnte. Aber gleichzeitig war es ein großes Thema, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und wir hatten sogar aktiv Gespräche darüber. Ja, klingt plausibel. Oder ich könnte einfach darauf eingehen, dass sie auf verschiedene Vorwürfe von mir gar nicht eingegangen ist. Zum Beispiel, dass sie innerhalb vom selben Stream sich völlig widerspricht. Therapeutenanzahl, erst sind es 3. Ich habe jetzt noch mit 3 anderen Therapeuten geredet. Dann sind es 2. Dann finde ich mit Therapie weiter, oder ist eine Therapeutin in Deutschland? Ist dies in Deutschland, wir machen das online. Es ist nur noch einer. Ich trinke Therapeuten, aber das hört mit Qualifikation bald auf. Ja, ja, das ist auch keine Therapeutin. Dann ist es der Verdacht von vielen Therapeuten. Nachdem halt jetzt der Verdacht von vielen Therapeuten kam. Und Flip. Ich habe ungefähr 2-mal die Woche Therapie. Oh nein, es kommt wieder Flip-Flop. 30 Stunden in 2 Jahren, nein, 30 Stunden in den letzten 5 Wochen. Flip. Und ich habe aktuell mindestens 2 bis 3-mal die Woche eine Stunde gehabt, ja.
Flop. Das hatte ich ja bereits in meinem letzten Video angesprochen. Und so könnte ich hier noch auf alle Kleinigkeiten eingehen und diese der Reihe nach exposen. Aber ich möchte mich wirklich nicht in Kleinigkeiten verlieren. Weil auch das ist eine Taktik in solchen Fällen. Einfach so viele Nebenschauplätze aufmachen, dass man überhaupt nicht mehr den Überblick hat, worum es denn wirklich geht. Erwähnenswert ist allerdings ein ganz neuer Vorwurf, der jetzt ganz neu im Raum steht. Und zwar der Verdacht, dass Annie in ihrem neuesten Video Beweise bzw. Zeugenaussagen manipuliert oder gefälscht hätte. Also, dass Annie in dem, was sie sagt, regelmäßig nicht bei der Wahrheit bleibt, das wissen wir ja mittlerweile schon. Da gab es ja zum Beispiel Aussagen von ihr, wo sich zum Beispiel danach der ehemalige Cutter bzw. ein anderer Mitarbeiter noch zu Wort gemeldet hatten und auch gesagt haben, nee, das stimmt so gar nicht, was ja, das habe ich auch mitbekommen. Oder auch eine Person, die mal für Annie Katzensitterin sein sollte und sich nach Annies Statement dann auch gemeldet hat und gesagt hat, nee, das stimmt so gar nicht, was Annie hier sagt, das ist nicht die Wahrheit. Insofern ist der Vorwurf, Annie stellt Dinge falsch dar und verdreht die Wahrheit oder sagt nicht die Wahrheit, gar nicht neu. Aber der Vorwurf... Ja, also irgendwann sieht man ja auch irgendwie ein Pattern, ne? Man hätte sich das bei dem letzten Video denken können. Zuvor gab es Situationen, wo Annie gesagt hat, naja, ich habe das und das gemacht bezüglich dieser Leute. Und dann haben diese Leute gesagt, ja, nee, das war nicht so. Und dann sagt sie, und ich habe gehandelt bezüglich dieser Leute so. Und dann haben diese Leute gesagt, nee, das war nicht so. Also sehr viele Menschen konnten belegen, dass sie nicht ganz die Wahrheit sagt. Annie manipuliert Belege. Ich finde das auch irgendwie ein bisschen dumm seitens Annie. Also einfach irgendetwas zu behaupten und sich auf andere Menschen zu beziehen, nur damit diese Menschen dann im Nachhinein sagen können, nee, das, was Annie labert, ist absoluter Bullshit. Also entweder haben sich einfach alle random gegen Annie verschworen oder Annie lügt einfach. Er ist neu. Der steht neu im Raum. In ihrem Video zeigt sie nämlich als Beweis eine Zeugenaussage via WhatsApp-Sprachnachricht. Vielen Leuten ist in dieser Sprachnachricht bereits aufgefallen, dass da zwei Worte ganz merkwürdig klingen. Mittlerweile wurde das ziemlich gut unter die Lupe genommen und hier ist jetzt die Analyse vom YouTuber Seind, der sich sehr gut mit Audiobearbeitung auskennt. Der hat jetzt das Video habe ich gesehen. Neuesten Video die Fein Audiospur oder so heißt der Typ. Etwas wieder bereinigt und die Verzerrung etwas... Also zur Erklärung, Annie hat eine Sprachnachricht vorgestellt in ihrem letzten Statement. Aber weil sie die Person, die diese Sprachnachricht getätigt hat, anonym halten wollte, hat sie die Stimme verzerrt. Aber es gibt eine Stelle in dieser verzerrten Sprachaufnahme, die ein bisschen komisch klingt, die ein bisschen anders klingt als alles andere. Und das wiederum klingt weiblich, wo dann viele gesagt haben, warte mal, ist das Annies Stimme? Rückgängig gemacht. Ich skippe jetzt ein bisschen durch, aber wenn ihr das Originalvideo schauen wollt, ist es unten in der Videobeschreibung verlinkt. Spruch hat sie uns gegenüber betont und auch zum ersten Mal erwähnt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt und nun endlich wieder ihre Wut spüren kann und klar sehen kann. Und erzählt überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht nimmt seit kurzem und sie sieht zum allerersten Mal klar in ihrem Leben. Also da ich mich nicht... Und genau darum geht's. Hören wir noch mal ganz kurz, ganz genau da rein. Erzählt überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht nimmt seit kurzem. Ihre Tabletten nicht mehr nimmt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die Audiodatei hier reingepackt in FL Studio und den Teil da rausgeschnitten, um den es geht. Wir hören einfach nochmal rein. Erzählt überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem und sie sieht zum allerersten Mal klar in ihrem Leben. Wir springen mal ein bisschen vor. Also der Bruder wird das jetzt ein bisschen sauberer machen, in Anführungsstrichen, die Aufnahme, damit man es besser hören kann. Er wird das ein bisschen langsamer abspielen. Versucht so ein bisschen die Aufnahme zu retten. Wir mal noch ein paar Clean-Up. Habt ihr es gehört? Diese kleine Pause, die man dort gesehen hat, die auch eher dafür zeugt, dass da irgendwas anderes ist. Und um das Ganze mal abzuschließen, habe ich jetzt hier mal noch ein paar Clean-Up-Elemente reingemacht. Alles mal möglich, um das Ganze ein bisschen zu säubern. Und ich habe versucht, auch mal den Pitch so gut wie möglich jetzt anzupassen. Ihr habt es nochmal. Ja, also dieses nicht mehr klingt eindeutig wie eine weibliche Stimme, muss man an der Stelle einfach sagen. Okay, ich glaube, wir können uns einig sein, dass das auf jeden Fall reingemacht worden ist. An dieser Stelle nochmal ein Shoutout an den Creator Seind. Der hat nämlich diese Analyse gemacht. Und wie gesagt, das Video ist in der Ist schon crazy. Ist schon crazy auf jeden Fall. Also es könnte tatsächlich sein, dass Annie diese Sprachnachricht inszeniert hat oder manipuliert hat. Also dass sie einfach selber diese Sprachnachricht quasi getätigt hat. Ein bisschen verzerrt hat und dann so getan hat, dass es halt eine Sprachnachricht von irgendeinem männlichen Zeugen ist. Die Sache ist nur die, das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde, man sollte bei sowas immer so ein bisschen aufpassen, weil wenn du Audio, also ich habe ja auch schon so ein bisschen mit Audioverzerrung gearbeitet, ich kann mich beispielsweise an eine Ali Terz Folge erinnern, wo ich meine eigene Stimme verzerrt habe und als ich das gerendert habe, gab es ein Artefakt, ein technischer Fehler,
bei einer Stelle ganz anders geklungen als der Rest. Also es hat weder wie meine Stimme geklungen, noch wie die Stimme, die ich bearbeitet habe. Das ist einfach ein Bug, also ein Artefakt, der entstanden ist durch dieses, keine Ahnung, Bearbeitungsprogramm. Und deswegen muss ich das nochmal rendern. Das bedeutet, es könnte auch ein technischer Fehler sein. Aus diesem Grund werde ich jetzt nicht sagen, hey, das ist auf jeden Fall dieses, also dieses nicht mehr, das ist auf jeden Fall die echte Stimme. Das ist auf jeden Fall eine weibliche Stimme. Und es könnte auch Annis Stimme sein. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Aber ich würde mich nicht so sehr darauf verlassen, ehrlich gesagt. Aber es stimmt schon, okay, ich glaube, wir können, dass dieses nicht mehr sehr wie Annis Stimme klingt. Also zumindest für mich. Und auch sehr gerne berichtigen, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. In den Kommentaren sieht man auch ganz deutlich, dass sehr, sehr viele Zuschauer das sehr, sehr sus finden. Manche sagen, dass dieses scheinbar Eingefügte nicht mehr wie Annie selbst klingt. Vielleicht ist das der Fall, vielleicht nicht. Ich glaube, letztlich beweisen lässt sich... Boah, ich muss sagen, wenn das wirklich stimmt, ne, dann ist es, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von YouTube-Beefs, zumindest in Deutschland, wo ich mitbekomme, dass jemand Beweise gefälscht hat. Also, dass jemand extra Beweise inszeniert, um das eigene Narrativ zu stärken. Weil ich glaube, bis jetzt hat sich keiner so wirklich getraut, so etwas zu machen. Und der eine YouTuber hat gesagt, pass auf, der andere YouTuber, mit dem ich Beef habe, der hat mir gestern das hier geschrieben. Und dann seht ihr einen Chatlog, aber es stellt sich dann heraus, dass dieser Chatlog einfach gefaked ist. Also, dass die Person das einfach niemals geschrieben hat. Ich weiß nicht, was da genau mit dieser Audio gemacht wurde. In jedem Fall kann ich aber sehr gut verstehen, dass viele jetzt diesen Manipulationsverdacht haben. Ich finde, das ist so, als hätte ich bei meinem Beef, keine Ahnung, mir irgendeinen Zeugen ausgedacht, der niemals dabei war und dann diesen Zeugen eingeblendet. Checkt ihr? Ich will nicht sagen, dass die Audio manipuliert klingt, aber sie klingt schon irgendwie ein wenig manipuliert. Yo, hey, wait, das klingt sogar nach Annie, oder? Dieses nicht mehr klingt sogar nach Annie. Ich fand es auf jeden Fall relevant genug, um es als Thema mit hier reinzunehmen. Auf also jeden Fall, das ist wirklich ein relevantes Thema, aber wie gesagt, kann man nicht so zu 100% verifizieren, weil es könnte halt auch technischer Fehler sein irgendwo beim Rendern. Neben dem Thema der sehr weirden Audionachricht habe ich mich jetzt mit den 4 großen Punkten aus Annis Video beschäftigt. Und ich wollte mich einfach nicht in Belanglosigkeit... Aber einen Kommentar habe ich gelesen, das fand ich ziemlich interessant. Und zwar war das der hier. Bin auch hier im Hobby-Segment zu finden, was Audiobearbeitung und Forensik angeht. Aber ich habe mir die fragliche Stelle in einem Spektakel, in einem Spektralhistogramm angeschaut, was auch immer das ist. Man merkt, dass ich keine Ahnung habe. Und hier kann man eindeutig sehen, dass sich der Sus-Part deutlich vom Rest unterscheidet. Das ist ja nichts Neues, finde ich jetzt. Ich bin mal so weit gegangen, dass ich aus dem abgespielten Audio noch eine andere Stelle gesucht habe, in der ein Ich laut vorkommt. Wenn man die im Spektralhistogramm gegenüberstellt, dann lässt sich das auch hier wieder sehr deutlich unterscheiden. Aber jetzt kommt das Spannende. Noch besser, Annie sagt in dem Video genau vor dem Einspieler die exakten Worte von Tabletten nicht mehr. Wenn man das im Spektralhistogramm anschaut, dann kann man quasi von einer Kopie sprechen. Wow, das ist crazy. Schöne dabei ist, dass man bei der Methode den Pitch gar nicht verändern muss, weil es eher um den gesamten Fingerabdruck der Stimme geht. Die Frequenzen sind dann zwar leicht verschoben und gestaucht, das Muster ist aber sehr, sehr deutlich zu erkennen. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass es einfach Annis Stimme ist. Und das wäre crazy. Stattdessen habe ich jetzt lieber klare Fakten, Belege und Zeugenaussagen eingebracht. In allen Punkten bleibt also. Meine Vorwürfe waren nicht ausgedacht. Annie hat nichts bei mir exposed, auch wenn sie so tut. Und sie hat auch nichts entkräftet. Sie hat versucht abzulenken und zu verwirren. Ich glaube einfach, also wenn das wirklich ihre Stimme ist, wenn das wirklich ihre Sprachnachricht ist, dann denke ich, dass sie einfach eine Sprachnachricht aufgenommen hat. Ich glaube nicht, dass es KI ist. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie ihre Wörter genommen hat und wie bei so einem Erpresserbrief irgendwie zusammengeschlustert hat, sondern sie hat einfach diese Sprachnachricht aufgenommen, hat einfach einen Effekt drüber gelegt und einfach nicht geguckt, ob das wirklich richtig gerendert wurde. Also einfach nicht nochmal richtig kontrolliert, nicht drauf geachtet, hochgeladen und erst im Nachhinein gecheckt, oh shit, bei dieser einen Stelle hört man meine richtige Stimme raus. Checkt ihr? Also ich denke nicht, dass es Bleist ist, sofern sie die Sprachnachricht aufgenommen hat und es tatsächlich ihre Stimme ist. Sie hat nicht das nicht mehr eingefügt. Genau, darum geht es mir. Also es geht mir nicht darum, dass irgendwie diese Sprachnachricht real ist und das nicht mehr hat sie eingefügt, sondern dass die gesamte Sprachnachricht
sie ist. Ja, also am Ende des Tages ist es ja auch scheißegal, ob das gespliced ist, ob das AI ist, ob das eine echte Sprachnachricht ist. Ich persönlich habe die Theorie, sie muss ja auch nicht stimmen, dass diese gesamte Sprachnachricht real ist, aber dass es nicht von einem Kumpel ist, sondern von ihr selbst. Das ist alles ihre Stimme und aus irgendeinem Grund hat irgendwie der Verzehrer verkackt und bei dieser einen Stelle hört man von der gesamten Sprachnachricht ihre reale Stimme und that's it, ganz simpel. Der Hoffnung, dass viele Zuschauer das nicht checken. Und bei vielen ist es wahrscheinlich auch gelungen. Ich verstehe zwar nicht, warum sie denkt, dieses Video wäre eine gute Idee gewesen. It's just a theory, a game theory. Denn wie ihr jetzt merkt, steht sie jetzt noch viel... Ja, also Maoki hatte mit diesem Video auf jeden Fall leichtes Spiel. Sie konnte ganz easy alles widerlegen, aber auch zu easy fast schon. Also dieses Video hat wirklich Anni komplett schlafgelegt. Ich weiß nicht, wie Anni da wieder rauskommen will. Schlechter da. Und weil Anni es so darstellen will, als wäre ihr Shitstorm nur wegen mir passiert. Am 4. Mai hat Maoki in ihrem Stream einen Wutanfall wegen einer Donation bekommen, in der mein Name erwähnt worden ist. Daraufhin hat sie extrem hart gegen mich öffentlich geschossen und einen sehr, sehr, sehr großen Shitstorm ausgelöst, der bis heute hin an. Möchte ich noch einmal betonen, das hier ist kein Drama, das hier ist kein Beef zwischen zwei Personen. Es geht hier um verschiedene... Genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Also, Anni hat das in dem Video so ein bisschen dargestellt oder suggeriert, dass Maoki daran schuld ist, an dem ganzen Shitstorm und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wäre Reef nicht gewesen, wäre die Sache vielleicht gar nicht so groß geworden, checkt ihr? Und es haben sich ja noch über 20 andere Leute geäußert bezüglich Anni. Also Maoki ist ja nur ein Puzzlestück. Eine ernste Vorwürfe von vielen Menschen gegenüber Anni. Und auf viele davon ist sie bis heute nicht eingegangen. Ich werde euch deshalb nochmal ganz kurz vor Augen halten, worum es hier eigentlich wirklich geht. Wie gesagt, die Situation, die gerade besteht, ist kein Anni versus Maoki. Sich in kleinen, belanglosen Punkten zwischen Anni und mir zu verlieren, hilft niemanden und lenkt auch komplett von den sehr wichtigen Themen ab. Denn es gab so viele verschiedene Menschen, die sich aus verschiedenen Kreisen und Bubbles mit negativen Erfahrungsberichten zu Anni gemeldet haben. Allein diese... so sieht das eigentlich aus. Das ist auch das, was mich so ein bisschen frustriert an den ganzen Leuten, die sagen, boah, dieser Beef zwischen Maoki und Anni nervt mich voll. Beide sind gleich scheiße. Und eigentlich ist die Situation das hier. Das ist die echte Situation. 300 Millionen Menschen gegen eine Person. Die ganzen Leute haben sich zu Anni selbst geäußert. Und das ist nur ein Teil der Leute. Da fehlen sogar noch einige und unter anderem auch noch die ganzen anonymen Zeugen, die sich geäußert haben. Und hinter den Kulissen haben sich privat noch viel mehr Menschen ausgesprochen und von eigenen Erfahrungen mit Anni berichtet. Und ich kann all die Vorwürfe, die gegen Anni erhoben wurden, kaum aufzählen. Das würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Da geht es nicht nur um Schmierkampagnen gegen mich, sondern auch gegen andere. Es geht um verschiedene Mitarbeiter, die von katastrophalen Arbeitsbedingungen berichten. Es geht um die Vernachlässigung von Katzen. Boah, die arme Katzen, Mann. Es geht um viele Fälle, in denen Anni etwas Falsches öffentlich behauptet hat und von verschiedensten Leuten dabei jeweils exposed wurde. Zum Beispiel, dass ihre Mitarbeiter vermittelt wurden. Übrigens, komplett underrated, aber die Anschuldigungen von Pancake Cosplay sind auch nicht ohne. Jeweils exposed wurde. Zum Beispiel, dass ihre Mitarbeiter vermittelt wurden, was von Mitarbeitern dementiert wurde. Oder dass ihre Katzensitterin sich geirrt hat, um welche Katzen und Wohnung es sich gehandelt haben soll. Was von der Katzensitterin dementiert wurde. Es geht um eigene Widersprüche in ihren Statements und Streams. Es geht um Übergriffigkeiten und Bloßstellungen von anderen. Es geht um fragwürdige sexuelle Inhalte auf Partys, in denen sich Betroffene sehr unwohl gefühlt haben. Und es waren nur Sachen, die ich in meinem Video thematisiert habe. Es gibt noch mehr Vorwürfe. Zu vielen dieser Themen habe ich... Ich glaube, das Schlauste, was Anni hätte machen können, ist, hey Leute, stimmt alles, ich habe Ultrascheiße gebaut, ich habe Probleme, ich muss an mir arbeiten, ich muss jetzt Therapie machen. Klar, sie sagt zwar, dass sie Therapie macht, aber es gibt bei Anni immer so ein bisschen... Es gibt bei Anni immer noch ein Aber, wo sie dann anfängt, sich zu wehren, weil ihr Ego einfach nicht mit dieser Gesamtsituation klarkommt. Aber es wäre wahrscheinlich einfach das Schlaus gewesen zu sagen, yo, ich habe richtig dick Kacke gebaut. Es tut mir ultra leid an alle Beteiligten, alle, die ich verletzt habe. Ich versuche wirklich ein besserer Mensch zu werden. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn sie es einfach dabei belassen hätte, gäbe es wahrscheinlich auch viele Leute, die ihr verziehen haben. Aber jetzt dieses Video nochmal rauszubringen, das nochmal irgendwie gegen Maoki schießen soll, wo sie wieder irgendwelche Lügen verbreitet, wo sie wieder irgendwelche Dinge auslässt, die wichtig sind. Eigentlich hätte sie ja noch eine Chance gehabt, aber jetzt hat sie ihre Glaubwürdigkeit halt komplett verspielt. Natürlich hat sie in diesem Video noch extra gesagt, hey, ich bin wirklich kein einfacher Mensch und ich mache Therapie und ich versuche mich zu bessern. Aber das ist halt alles nichts wert, leider, wenn du trotzdem die ganze Zeit gegen Maoki schießt. Aber nicht nur ich mich gemeldet, sondern auch andere Menschen.
Ich wüsste keinen vergleichbaren Fall in dieser Szene, wo so viele ernstzunehmende Vorwürfe im Raum stehen und von so vielen verschiedenen Menschen bewiesen oder ausgesprochen worden sind. Und ich hoffe, dass Annie diese Vorwürfe endlich aufarbeitet. Ich hoffe, dass sie nicht schon wieder ein Video macht, in dem sie auf nur einen Bruchteil der Vorwürfe eingeht oder Vorwürfe komplett ignoriert. Oder Vorwürfe so verändert und verzerrt, dass man gar nicht mehr checkt, um welche Vorwürfe es eigentlich ging. Ich finde es super gut, dass Mauke sich nochmal geäußert hat und Sachen richtig gestellt hat. Und ich finde es auch richtig, dass solche Dinge halt thematisiert werden. Es hat einen Vorteil und einen Nachteil. Also erst einmal, Dinge, die tabuisiert werden, werden richtiggestellt. Aber solche Geschichten haben natürlich auch den Nachteil, dass auch so eine gewisse Drama-Culture entsteht, dass die Leute wirklich so ein bisschen auch auf Drama geiern oder jemanden zu canceln, irgendwie einen Downfall herbeizubeschwören und so weiter und so fort. Ich habe schon Leute gesehen, die irgendwelche Takes von irgendwelchen Influencern rausgraben, die wirklich teilweise 10 Jahre alt sind. Und dann heißt das, ja, guck mal, wem ihr da folgt und so. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn der Sache ist, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass Menschen sich bessern und nicht, dass man Menschen ruiniert. Das habe ich ja schon im letzten Stream gesagt. Ich möchte jetzt auch nicht unendlich Videos hin und her machen, weil es eben nicht einfach nur um Annie und mich geht, sondern um viel, viel mehr Vorwürfe. Ich und ein paar andere werden vielleicht auch rechtliche Schritte gehen müssen, wenn das nicht bald ein Ende findet. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen Tagen sehr viel Zeit hier reingesteckt, um euch alle Beweise und Belege und Zeugenaussagen so aufbereiten zu können, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt. Zieht daraus eure eigenen Schlüsse. Passt auf euch auf, seid gut zu euch selbst und hoffentlich auf Nimmerwiedersehen auf diesem Channel. Das war ein richtig gutes Video. Ich fand das super verständlich. Ich fand das super aufschlussreich. Ich hatte keine Situation, Ich möchte, dass meine Zronk. Was willst du auf einmal? Nee, also ich hatte wirklich keine Situation bei diesem Mauki-Video, wo ich dachte, oh mein Gott, ich raff gar nichts mehr. Ich bin super verwirrt. Bei Anni war das so. Bei dem Video von Anni war ich super verwirrt. An vielen Stellen. Aber das hier ist einfach logisch. Ja, ich hoffe einfach, das Thema ist gegessen. Ich hoffe, Anni kommt nicht wieder auf irgendwelche dummen Gedanken. Sie soll einfach nur akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Sie soll einfach versuchen, sich zu bessern, Therapie machen und irgendwann, ja, irgendwann einsehen, dass sie Fehler gemacht hat. So, wisst ihr, wie ich meine?